Hey Leute, 18er Rangliste, der dritte Versuch. Ich glaube, es ist meine fünfte oder sechste Serie. Das können wir uns aber im Anschluss gleich mal anschauen. Was ihr hier zum Beispiel sehen könnt, 104 Teilnehmer, also wirklich ein sehr beliebtes Turnier. Und ja, wie gesagt, gerade für Einsteiger kann ich euch das restlos empfehlen. Da könnt ihr einmal überprüfen, wie ihr euch im großen Haifischbecken der Skatspieler schon so positionieren könnt. So, wir warten also auf den Startschuss. 19:30 ist durch. Jeden Moment kann es soweit sein. Und die erste spannende Frage natürlich, wen bekommst du an den Tisch? Und vor allen Dingen, kennst du dann einen oder sogar beide von den Nicknames her? Das sind also so die Sachen, die einen jetzt kurz vor der Liste umtreiben. So, da geht's los. Und ich sehe Marimar und Marose. Ja, habe ich tatsächlich keine Ahnung, wer das ist, aber davon abgesehen grüße ich Sie erstmal und dann starten wir also direkt in die Partie. Ja, wie ich euch schon gesagt habe, das ist quasi ein Langfristturnier, 15 Serien, wenn man so will, oder 30 18er Ranglisten, also die der Ausblick ist, dass hier die lange Distanz zählt und entsprechend diszipliniert werde ich natürlich an die Sache rangehen. Ist auch insofern von der Distanz ein wunderbares Training für so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wo eben auch 15 Serien gespielt werden. "24. Auftakt erstmal geglückt. Karo Lusche war jetzt natürlich eben nicht ganz so glücklich. 38 hat jetzt Marimar etwa noch unter seinem Pik Ass gefummelt, wo er, nee, na dann ist das ja aber ein verdächtig trumpfkurzes Spiel. Der Marose hat schließlich noch ein paar Pik in der Flosse, mit anderen Worten, dem Spiel gebe ich jetzt gar nicht mehr so gute Chancen, denn dann muss mein Kollege ja auch noch die Handvoll Trümpfe haben. So ist es auch. Pik Ass fliegt ihm hier sogar um die Ohren. Das war aber jetzt gleich ein ganz heißes Ding, ganz bitter, gleich Eigenschneider. Ja gut, was willst du machen? Ich war dabei, so böse habe ich es gar nicht gemeint, aber das Spiel war einfach nicht so viel wert. So, jetzt passe, passe. Naja, das kann ja ein schöner Pik werden. Wäre allerdings natürlich schon nett, wenn da der fünfte Trumpf drin liegt. Das ist nicht der Fall. Kreuz Ass und König ist ja auch nicht so schlecht. Aber den fünften Verstärkungstrumpf hätte man natürlich schon gerne gesehen. Gut, es ist immer noch hier jetzt ein Riesen. Also, sofern man einen Viertrümpfer ohne Sechs als Riesenspiel bezeichnen kann, ist es das. 20 Augen im Keller. Wenn die drei Asse laufen, dann bin ich schon bei 53. Kreuz König mit Dame 60. Vielleicht gibt es irgendwo ein Bild oder eine Einstichmöglichkeit. Also, ich bin trotz alledem ziemlich optimistisch, dass dieses Spiel hier ohne Reizung erstmal nach Hause geht. "31. Nehmen sich die Gegner die erste Auszeit. Es ist ja auch schwer zu erkennen für die Gegner übrigens, dass es nur ein Viertrümpfer ist. Das zeigt sich häufig erst hinten raus. Also wenn da einer Viertrumpf dagegen hat, der kann nicht unbedingt gleich damit rechnen, dass sein Partner eben auch noch drei Trümpfe hat. So, und da kommt schon das Bild, was ich sehr gerne sehe, denn damit stehe ich jetzt schon auf 45. Also ich bin auf jeden Fall jetzt zu Hause, wenn ich jetzt natürlich nochmal stechen kann. Oder wenn eben das Karo Ass noch läuft und der Kreuzkönig. So, da hat jetzt Marose gut aufgepasst, spielt den Trumpfabzug und das ist jetzt vielleicht dann doch nicht so glücklich für mich gelaufen, beziehungsweise gut, dass hier Herz 10 geschmiert wurde, dadurch fehlte jetzt die Übergabe. Und genau dadurch kriege ich jetzt hier noch den Einschub und bekomme hier meine Karo-Stiche auch noch nach Hause. Ja, also, der hätte ins Auge gehen können. Kreuz stand nicht 2-2, deswegen Trumpf musste ich im Prinzip auch nochmal spielen. Wenn dann aber auf den Trumpfabzug eben nicht die Herz 10 gewimmelt wird,
Dann bleibt diese Übergabe stehen auf Herz und dann muss ich am Ende ein bisschen was dazu tun. Dann wird es wahrscheinlich kriminell. Um nicht zu sagen, dann wird das Spiel wohl nicht gewonnen werden. So, das ist doch hier wieder sehr erfreulich. Drei Asse, zwei Zehner, Kreuz Bube bei 18 dran. Findung jetzt schon wieder bescheiden, muss man sagen. Meine Position ist auch Mittelhand, auch nicht so schön. Den Gang ist es dann wohl eher nicht oder nur mit sehr viel Bauchschmerz, mit sehr viel Risiko, zu großes Risiko. Ich drücke mal 14 für den Kreuz. Man kann natürlich auch 10 drücken, hoffen, dass man mit Pik Ass König noch schnippeln kann. Um aber beide Trumpfvollen zu verstechen, ist diese Drückung gar nicht mal schlecht. Gegen eine Normalverteilung verrät die auch nicht so schnell die Karte. Wenn sonst Pik eben auf den Tisch kommt, bist du direkt gezwungen, irgendwie zu schnippeln oder. Also ich drücke ganz gerne mal so. Ist eben ein bisschen undurchsichtig. Aufschlag Herz Lusche ist für mich natürlich so der schlechteste Aufschlag, den man sich vorstellen kann. Da kann ich es mir natürlich nicht erlauben zu schnippeln. Also erstmal rausnehmen, 28. Jetzt die Frage, schieben wir Panik, ziehen wir direkt unsere Asse? Nein, das macht die Sache in aller Regel nicht besser. Wir tun so, als wäre alles Suche. Spielen ganz normal Trumpf raus und Herz stand sogar 2-2. Also da spielt Marose aus Lusche 10. Ja, durchaus auch mal ein pfiffiger Zug, denn der ist natürlich für mich als Alleinspieler schwer zu durchschauen. So, dann hätte ich natürlich hier an der Stelle auch die Karo 10 oben haben können, aber was soll ich dann drücken? Herz Lusche. So kann ich den Trumpf vollen verstechen. Jetzt mein Pik Ass mal rausspielen, damit ich im Zweifel auch gegen 4 Trumpf jetzt gleich nochmal zum Knacken komme mit der Kreuz 10. So, da kommt die Pik Lusche. Da ist es dann schon passiert. Trumpf steht auch artig. Also, es stand alles ganz artig, war überhaupt nichts los. Ganz locker gewonnen hier 81. Aber trotzdem gut, wenn man immer so ein bisschen die Antennen ausgefahren hat, die Gefahr wittert, denn es ist fast jedes Spiel potenziell bei einer giftigen Verteilung zu verlieren. Und da muss man natürlich sehr genau spähen, wittern, duken, um mal aus einem meiner gern gesehenen Filme zu zitieren. Spähen, wittern, duken, damit man beim Skat die richtigen Entscheidungen trifft. So, jetzt haben wir den Pik. 4 Trumpf dagegen. Ja, ist mir fast ein bisschen zu gewagt, aber es klärt natürlich auch die Karte. Also es heißt ja immer, wenn du die Trümpfe hast, dann musst du die eigenen Vollen anbieten. Spielen wir hier mal nach dem Motto und damit ist das Thema doch schon so gut wie gelaufen. 28 Augen, jetzt kann hier noch der siebte Kreuz ankommen, den Alleinspieler unter Druck setzen. Mein Partner, der Trumpf kurz ist, kann überstechen auf 30 Augen. Ein Bube weg, auch wunderbar. Damit macht meine Trumpf 10 natürlich dann auch den Stich. So, Karo Lusche, den Stich kann er gerne noch nach Hause haben. Das nützt ihm nichts, denn Trumpf steht jetzt eben sehr einseitig und ja, dann wird Marose sicher auch noch ein zweites Mal wimmeln und die Faulen bei Marima, die hören gar nicht mehr auf. Der hat so viel Schnee an der Seite, das ist einfach nicht zu gewinnen. Ja, pupp, nehmen wir mit. Dann wieder 4 dagegen. Ich meine, ich habe ja immer nichts erstmal, ne? Reizen kann ich das Ding auf keinen Fall. Aber es wird sich im Moment so ausgesucht, dass ich häufig im Gegenspiel auch noch die Hand dagegen habe. So, es war jetzt hier eben gar nicht so eine leichte Entscheidung. Ich hätte fast geschnippelt, weil die Herz-Dame fiel, aber dann ist es eben doch so, dass sehr häufig die Zehner gedrückt sind und man nicht auf den Mann schneiden sollte. War also richtig. 18 Augen. Ob jetzt Karo Lusche gut ist, wird sich zeigen. Zumindest im ersten Blick sieht es noch so aus, aber da hat er aus der 10 zu dritt abgeworfen. Also habe ich mich hier selbst ein bisschen Trumpf kurz gemacht. 18, 32, 50, gut. Alles soweit noch nicht wild. Wenn das kein ganz trumpfstarkes Spiel mit rein ist oder so, dann wird es wohl immer noch verloren. Und so sieht es auch nicht aus, sonst käme hier nicht der Unterzug. So, jetzt hat er natürlich richtig getroffen mit
einer Trumpflusche den Alten rausgeholt. Wenn er einen Buben spielt, verliert er sofort. Und damit ist das jetzt hier das höchste der Gefühle, denn sonst mache ich gar keinen Stich mehr. Ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht genau mitgezählt habe. Ich glaube, es langt nicht ganz. Sind wir jetzt hoch in den 50? Sind wir jetzt hoch in den 50, aber auch noch nicht weitergekommen? Ja, so ist es, 57. Gut, sei gegönnt. Das wäre ja gar nicht. Das wäre sonst hier ein richtiges Gemetzel und das. Ja, gut, wenn es so ist, dann kann ich es auch vertreten, aber so bin ich auch damit einverstanden. Und da kommt ein kleiner Karo um die Ecke. Herz Ass dabei, das war klar. Jetzt wird sich hier sicher schon entscheiden, ob wir noch im Rennen sind. Gut, Karo Ass erstmal nach Hause, mein Trumpf voller, das ist erbaulich. 15 Augen. So, und wenn die Herz-Lusche blank war, der Herz-König blank war von meinem Partner, dann ist da eine Viererlänge Herz. Also, wo ich keinen Trumpf mehr habe, werde ich jetzt hier nicht mit dem Vollen raufgehen. 19 Augen. Ja, aber würde er abschmeißen, wenn er die Stiche hat? Na, ich klär's einfach mal. Nee, da hat Marose die Herz 10 nicht gespielt. Da hat er sich irgendwie nicht getraut. Das wiederum heißt natürlich, dass Marimar noch Pik in der Flosse hat. Ja, das ist auch deutlich und er wird auch nicht nur einen Pik in der Hand haben, sonst hätte er wahrscheinlich auf Herz abgeschmissen, denke ich mal, sondern er wird wohl noch zwei Piken sogar in der Hand haben. Marose hat gar keinen, deswegen hat er auch die Herz 10 geschont und logisch ist Pik 10 im Keller und Pik 7 wird jetzt fallen oder Pik 8, sorry, Pik 7 hatte ich selber. Also auch das Spiel geht den Weg aller Skatspiele, die einfach zu schwach auf der Brust sind. 49 hat also hinten und vorne nicht gelangt. Ja, und ich stehe wirklich sehr solide da, 2 zu 0, aber schon 3 Platte von der Seite. Läuft also die 18er Rangliste. So, jetzt wird eingepasst, da habe ich kein Interesse. Und auch da habe ich kein Interesse. Na, jetzt sind die Mitspieler hier vielleicht entweder ein bisschen verunsichert oder es war jetzt wirklich mal zweimal, dass die Verteilung so war, also zwei eingepasste am Stück. Sind jedenfalls vorgewarnt. Gut, hier hätte ich jetzt mal gewollt, aber 20 langt nicht, um das Spiel zu machen. Na gut, das ist das Schöne beim Skat, wenn du nicht rankommst, bist du auch nicht im Risiko, dann kannst du dich zurücklehnen und der Dinge harren, die da kommen. Drei zu 0. Nicht auf den Partner, das alte Lied, direkt raus und zurück, 14 Augen. Augen und jetzt hätte ich natürlich einen Überstich in Pik, aber Herz sehe ich auch gerne, klärt mir die Karte. Also Marose noch ohne Ende Karos dabei. Drei Stück. Ja, und sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als hätte er das Karo Ass, sonst hätte mein Partner nicht mit dem König geschnippelt. Also Marose steht da noch in Karo 10 Lusche und jetzt kommt natürlich der 32er Schlag und dann hat es mal wieder geklingelt im Gebälk. So, worauf warten wir da noch? Marima hat noch Karo Ass König, Karo Ass Dame und das konnte ja nicht mehr anders sitzen. Also Schnapp schon wieder zugeschlagen, zu schwach und zu leicht durchschaut in dem Moment, zu gut getroffen. So, das sieht natürlich wieder ganz anders aus. Das ist ein Spiel der Kategorie, die ich sehr gerne mache. Sehr guter Ansatz, schon mindestens Kreuz Hand. Zur Not natürlich reizt sich auch Grang. Jetzt komme ich aber bei 33 ran. Sollen wir es jetzt auf die Spitze treiben und reinschauen? Nö, ist eigentlich das Risiko nicht wert. Beim Grang, wenn ich jetzt schlecht finde, was ja bei der Reizung nicht ausgeschlossen ist, gebe ich bis zu 5 Stiche ab. Quäle mich noch, ob ich die Kreuz 10 drücken soll oder nicht. Der Kreuz Hand zählt kaum weniger Punkte und hat also eine viel höhere Gewinnerwartung. Und wenn dann gut drin liegt, dann nützt es mir bei dem Handspiel auch. Also alles bestens so rum. So, der wird ja wohl kaum aus dem Vierling gewesen sein.
33er Reizung der Glauben wir mal, also gehe ich doch mindestens da mal mit der 10 ran. So, da kommt schon das Trumpf Ass zu mir und damit ist das Spiel schon Schneider. Hier sehen wir, ein Trumpf liegt noch, aber das ist gar nicht so kriegsentscheidend. So. So, was ist da los? Marimar kurz mal quasi abgehoben, einmal kurz vom Tisch und dann wieder ran. Kenne ich so. Entweder es hakt wirklich mal das Internet oder es soll der schlechte Lauf überbrückt werden, ausgeglichen werden. Wie um den Schuh rumlaufen. Oder mal andersrum abheben. Mal gucken, ob es geholfen hat. Ja, hat geholfen. Granghand für Marimar. Und der ist mit rein. Pik sind raus, 14 Augen, lohnt es sich, die Farbe nachzuspielen. Pik 10 will ich eigentlich nicht anbieten, ist mein einziger verbliebener Voller. Andererseits, wo soll ich ihn unterbringen? Na, ich gehe mal hier in die nächste Farbe rein. Bubenschwach ist er ja sowieso nicht. Ah, sogar eine lange Karo-Flotte. Vielleicht liegt ein Karo drin. Zieht von oben. Oh! Lang Karo, lang Herz, eigentlich würde es mich wundern, wenn er jetzt noch einen Stich abgibt. Kann überhaupt noch so drin liegen, dass er noch einen Stich abgibt. Wenn überhaupt, dann kann mein Partner noch einen Kreuzstich machen, aber wie gesagt, das würde mich wundern und so ist es auch nicht. Ein Granghand mit drei Schneider, 144, also mal ein kleiner Wermutstropfen für Marimar. Das ist der, ja, das Anschlusstor erst, wenn man so will, zum 1 zu 2, aber trotzdem jetzt schon. Plus Spielpunkte, denn von der Seite gab es ja da auch ein bisschen was. So, drei Buben mit Kreuz, Pik, Bube. Die Beikarte ein Scherbenhaufen. Drei Siebener dabei. Also mit anderen Worten auch nicht realistisch, dass mein Gegenpart da in Vorhanden 0 reizt. Also schwer jetzt hier noch volle zu finden und deswegen habe ich es nur mal so ein bisschen getestet. Ich will mir ja nicht vorwerfen lassen, dass ich hier mit drei Jungs mauer. Und jetzt wird natürlich wieder ein Spiel gespielt, wo ich fünf dagegen habe. Also das kann jetzt natürlich wieder übel ausgehen, wenn die Beikarte nichts hergibt. So, Kreuz 10. Ich habe jetzt keine Veranlassung, Herz oder Karo zu spielen, wo ich nicht weiß, ob ich womöglich den Alleinspieler das Trumpf Ass verstechen lasse, sondern ich spiele ihn jetzt schon mit voller Absicht in sein Ass rein, dann Trumpf kann er gar nicht mehr ziehen, dann ist sein Trumpf Ass weg, also werde ich jetzt einfach auch nicht stechen, sondern bedienen, abschmeißen bis zum bitteren Ende und dann auf jeden Fall das Trumpf Ass bekommen. Ob das dann reicht, das werden wir gleich sehen. Ja, ich denke, das langt, also Herz 10 ist noch bei uns und ich glaube, so mit dem Bauchgefühl, dass wir da hinkommen müssten, hat sich auch gar nicht gelohnt, jetzt hier mitzuzählen, war ja sowieso alles klar, wie das Spiel hier weiterläuft. Ja, 63 haben wir also erreicht. Ärgerlich, bitter. Tut mir selbst schon fast ein Stückchen weh, aber gut, ich habe mit meinem Blatt ein bisschen mitgehalten, um die Chance noch zu geben. Andererseits, wenn du so ein Farbspiel hast, 5 Trümpfe mit Ass, 10 Ass an der Seite, dann gehst du natürlich auch noch nicht sofort bei 20 raus. Also Marose wird wahrscheinlich ein bisschen mit den Zähnen knirschen. Und das dann zu Recht würden wir auch, wenn wir, sage ich mal, in der Situation gewesen wären. Ja, Marimar. Ich habe drei Asse dagegen, wieder nur einen Trumpf. Ich hoffe, du hast ein gutes Spiel diesmal. Und natürlich schlage ich mit der längsten Farbe auf. Der König ist immer ein bisschen verräterisch, aber manchmal ist das trotzdem eine wertvolle Karte, um auch am Spiel zu bleiben. Wie etwa in dieser Situation. Ja, dann haue ich das Ass hinterher. Gut möglich, dass die 10 im Keller ist, aber dann müsste Marimar auch hoch vorstechen. Oder er hat die 10 in der Hand und dann wird es jetzt natürlich wieder richtig hässlich, denn da hätte er besser auf den König, sage ich mal, die 10 gelegt. Das ist ja häufig, also ein kleines Zeichen ist das ja schon. Der König, verräterisch.
So, und jetzt hat mein Partner Karo König Dame abgeworfen und Marimar stand in Herz 10 Lusche. Ja. Ich weiß nicht, ob. Ich denke mal, ich kann das Karo Ass wimmeln. Vermute nämlich, dass er Karo 10 und 9 dann gedrückt hat und Kreuz noch oben hat. Oder er hat. Na, er wird noch. Er wird zwei Herz, zwei Kreuz, zwei Karos gehabt haben vom Hause aus. Es kann auch anders sein. Vielleicht brauche ich es noch gar nicht. Ich glaube, ich lege mich hier noch nicht fest. Ich lasse mir noch mal alle Wege offen. Ob das dann sich rentiert, das sehen wir jetzt. Wenn das Ass gestochen wird, ist es kein Thema, denn dann hat er eben noch Karo oben. Wenn er abschmeißt, ist es erst recht kein Thema. Oh, es ist ein Siebentrümpfer. Aber auch das macht nichts. Dann kommt eben jetzt noch mal der Überstich. Also da hätte er, glaube ich, Kreuz Ass dann doch besser festgehalten. Hat wohl 20 Augen im Keller. Kreuz 10 und Herz 10. Deswegen auch Herz 10 hat er nicht im Keller, Kreuz 10 und Karo 10. Deswegen hatte er die Herz 10 eben auch im Blatt. Er konnte gar nicht alle drei Zehner drücken. Ja, ich glaube, jetzt hätte er es tatsächlich gewonnen, wenn er da das Kreuz Ass hoch vorhält, sticht. Also muss ich wohl doch mich entscheiden. Und gut, wobei er dann potenziell. Nee, dann kann er es nicht lösen. Na gut, nun gut, wäre vielleicht zu lösen gewesen, hat aber nicht hingehauen und damit sind wir jetzt schon im nächsten Spiel und das ist wieder ein Pik von Marose. Marose spielt Pik und mein Partner spielt Pik Lusche aus. Ich muss das hier gerade nochmal sacken lassen und überprüfen, ob das hier alles seine Richtigkeit hat. Ist ja schon ungewöhnlich. Ja, gut, alles klar. Sieben Trümpfer mit rein. Ich weiß trotzdem nicht, warum Marimar jetzt Trumpf dann ausspielt, aber sei es drum. Da passiert jetzt natürlich nichts. Drei faule Karten, also höchstens drei unbekannte, sagen wir mal so. Das erste war Herz König. So, und damit sind wir raus. 33, Herz 10 freigespielt, alles klar. Rest schenken. Ja, machen wir doch. Machen wir doch. Endlich auch mal ein gutes und leichtes Gewinnspiel für Marose. Tja, das ist grenzwertig. Sehr grenzwertig. Ich glaube, nee, ich glaube, das ist mir auf die lange Distanz einfach zu dünn. Eine Nuance. Lass mal statt Kreuz Dame die 10 dabei sein oder statt Herz Lusche die 10. So ein Voller noch zum Quetschen. Dann könnte man die 18 bieten. So ist es dann aber doch sehr stark von der Findung, von der guten Findung abhängig. So, und dass nun da gerade 0 gespielt wird, ist ja jetzt auch erstmal ein Stück weit überraschend. Hätte ich gedacht, es sind genug Buben, Asse und Zehner unterwegs. So, ich gehe erst rauf jetzt, damit ich direkt die blanke Herz 8 spielen kann. Das ist natürlich eine schöne Karte, die schnell auf den Tisch soll, um das Blatt zu klären. Gut, Herz scheint nun gerade nicht die Schwäche des Alleinspielers zu sein. Mein Partner hat Ass und König. Tja, jetzt habe ich an sich schon gar nicht mehr so richtig gute Abwürfe. Gut, klar, erstmal Pik, jetzt gehe ich kreuzlos. Karo habe ich ja die 7 selber. Auf Pik kann ich weiter Kreuz abtragen. Und dann gucken wir mal, was ein Marimar gleich für eine Idee hat. Noch vielleicht einmal Kreuz von oben und dann die Kreuz 7. Ja, das spielt er direkt von unten. So, jetzt habe ich natürlich nur noch die 9. Also, ob das jetzt alles so glücklich war, da bin ich jetzt nicht von überzeugt. Kreuz 10 noch beim Marose. Gut, Spiel, denke ich mal, nicht für uns zu gewinnen. War wahrscheinlich, wäre der auch als Null-Ouvert gegangen. So, wir sind schon kurz vor Schluss. Da kommen noch mal drei Buben vorbei. Okay. Aber Gegenwehr. Also, okay. Aber für 18. 18, da kann noch was drin liegen. Herz-Lusche, Kreuz-Lusche. Okay. Nicht unbedingt ein Traum, aber die Herz-Lusche passt natürlich. Das kann man auch sagen. Also 14 im Keller beim 7-Trümpfer. Ist das, denke ich, soweit in Ordnung? Wenn da nicht Trumpf zu viert sitzt, wird das ein bisschen davon abhängen. Der kann ganz knapp werden, logischerweise. Trumpf sitzt schon mal gut, der kann immer noch verloren werden. Jetzt müssten sie aber schon sehr genau alles treffen. Wenn hier nicht sofort 21 jetzt auf Pik fallen, dann kann natürlich gar nichts mehr passieren. Aber inzwischen ist das Spiel ganz günstig, sage ich mal, verlaufen. Trumpf voller zu mir, Pik voller zu mir. Damit ist hier also gar nichts mehr los. Das Spiel ist gewonnen. Bup.
Ob sie dann nun das Karo Ass noch mitbekommen, auch die Kreuz 10 hätten sie noch haben dürfen. Ja, und das war es dann für mich. Okay, ich bin zufrieden. Über 600 ist immer ein sehr gutes Ergebnis auf so eine halbe Liste. Schnitt von 100 pro Päckchen, das ist exzellent. Wenn das immer so laufen würde, dann wäre es gut. Tut es aber zum Glück nicht. Auch bei den guten Spielern, auch die Topspieler schaffen es üblicherweise nicht, diesen 100er Schnitt pro Päckchen zu spielen. Aber kurzfristig geht das natürlich mal. Ja, und da haben wir noch mal einen schönen Abklapprang. Damit sind wir schon dabei. Also die Gegner 6 Spiele verloren. Das bringt ein wenig was in den 18er-Ranglisten-Jackpot. Ich selber bin ganz sauber geblieben. Mit 4 zu 0 über 600 kann ich also hochzufrieden sein. Ja, und dann können wir zum Abschluss noch mal einmal jetzt hier in diese Rangliste reinschauen. Dann zeige ich euch noch mal, wo die zu sehen ist. Könnt ihr übrigens auch aufrufen, wenn ihr nicht eingeloggt seid, auch wenn ihr noch keinen Account habt, einfach über Ranglisten, 18er Rangliste. Und was man hier sehen kann, qualifiziert sind eben nur die, die schon 30 Serien haben. Das sind hier erst 2 Spieler. Und hier unten der lange Balk an Spielern, die zwar dabei sind, aber noch nicht ihre Serien voll haben. So, also erstmal wunderbar zu sehen, so viele Teilnehmer, also wirklich ein schönes Turnier. 280 Teilnehmer soweit, die werden es nicht alle schaffen, die 30 Serien voll zu spielen. Ne, wenn es schlecht läuft, dann hört man vielleicht zwischendurch auch schon auf. Aber zeigt, dass das ein sehr schönes Format ist, was ich euch, wie gesagt, auch empfehlen kann, denn alles, was ihr hier bezahlt, sind 50 Cent für ein verlorenes Spiel. So, mein Zwischenstand 684 nach 5 Serien und ich glaube, da ist jetzt die Serie von die ich gerade gespielt habe, noch nicht drin. Wenn ich hier ein paar Minuten Refresh mache, werden wahrscheinlich die 600 noch draufkommen. Habe ich zwar im Schnitt ein ganz bisschen verloren, aber insgesamt stehe ich sehr gut. Fraglich ist ein bisschen, ob ich die 30 Serien schaffe, denn wir haben ja schon den 14. Bin also hier auch mit den Videos und mit meinen anderen Skat-Aktivitäten und sonstigen Dingen so gut beschäftigt, dass ich es nicht wirklich jeden Tag schaffe, hier eine Serie zu spielen. Bedauerlicherweise, aber trotzdem ist es schön, hier in der Rangliste vorne mit dabei zu sein. Und na gut, vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Ja, alles klar, das soll es gewesen sein. Ach so, und dann eine Sache noch. Ich habe diesmal einmal aufgeführt, die letzten Patreons oder Patronusse, die mich unterstützen. Also dann wollte ich mich auch bei denen nochmal bedanken. Ich denke, da werde ich mal die nächsten Videos so die Reihe durchgehen. Also die letzten, die mich da eben auch dauerhaft unterstützen, muss man sagen, mit einem Monatsabo, wenn man so will. Tillmann mit 5 Dollar, Quicks für 2 Dollar, Christian Wiedmann für 2 Dollar, Dangolon für 2 Dollar, Florian Clausen für 5 Dollar und Björn Allgeier für 15 Dollar. Ich bedanke mich ganz herzlich, wer sogar so ein Monatsabo eingeht, um diesen Kanal zu unterstützen, finde ich großartig, weiß ich sehr zu schätzen. Damit wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend, spielt viel Skat und wie immer, gut bleibt.